Topfgucker TV empfiehlt. So, wir müssen natürlich auch noch unsere Dekoration für das Dessert herstellen. Das waren die schokolierten oder das sind die schokolierten Himbeeren. Die Schokolade habe ich im Wasserbad geschmolzen. Die Himbeeren habe ich leicht angefroren, damit sie auch nicht matschig werden. Und somit können wir die ganz einfach schokolieren. Das Gute ist, dass die Schokolade dann durch das Angefrorene auch gleich fest wird. Ich mache jetzt gerade mal so zwei Stück als Beispiel. Sie können nach Lust und Laune das ausdekorieren. Schmeckt übrigens fantastisch. Wer Erfrischungsstäbchen kennt, wird sich über diese Deko sehr, sehr freuen. Dann, also jetzt mal als Beispiel, habe ich noch Minzeblätter, die wir auch schokolieren. Dazu nehmen wir schöne, gewaschen ist es schon, habe ich heute Morgen schon gemacht, schöne große Minzeblätter. Nehmen einen Pinsel und dann pinseln wir die einfach mal mit Schokolade ein, von beiden Seiten. Sieht jetzt aus wie ein bisschen Arbeit, aber wenn es einmal erledigt ist, dann kann man lange davon zehren. So, das sind zum Beispiel zwei Blätter mal. Also ich würde jetzt immer drei so eine Himbeeren und vielleicht drei so Blätter nehmen für ein Dessert. Und wenn das noch ganz neckisch, wenn Sie es noch neckisch gestalten wollen, dann können Sie noch ein bisschen weiße Schokolade nehmen und können hier so ein bisschen noch verzieren. Sieht natürlich auch schick aus. Und bis zur Weiterverarbeitung bzw. bis zum Servieren kann diese ganze Sache auch in den Frost und ist dadurch auch mehrere Tage haltbar. Also Sie können das ohne weiteres drei, vier Tage vorher vorbereiten und haben dann quasi alles zusammen. So, das ist unser fertiges Dessert. Das Himbeer-Minz-Parfait mit Schokosplittern, schokolierten Früchten und schokolierten Minzeblättern. Guten Appetit und viel Spaß beim Nachbereiten. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de